Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Julia Nihari-Kazen. Wie schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zu diesen Tagesthemen. Einen schönen guten Abend auch von mir. Wenn einer auf dieser Welt irgendeinen Einfluss haben könnte auf Wladimir Putin, dann ist es der chinesische Präsident. Diese beiden wollen zumindest mit ihm reden, mit Xi Jinping, wenn schon Putin nicht mit sich reden lässt. Das Bemerkenswerte ist nur, Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen sprechen nicht dieselbe Sprache. Er traut China die Vermittlerrolle zu, sie zweifelt. Er will Geschäfte machen mit den Chinesen, sie warnt vor den Abhängigkeiten. Selten hat eine europäische Politikerin so klare Worte gefunden über Chinas Rolle in der Welt und so klare Grenzen für eine Partnerschaft gezogen. Irgendwie kein Zufall, dass die EU-Kommissionschefin auch noch einen Tag später anreist als der französische Präsident. Tobias Reckmann. Macron war der Erste. Der französische Präsident kam heute Morgen in Peking an. Und er weiß, diese Reise wird nicht leicht werden. Vor heimischem Publikum in der französischen Botschaft in Peking unterstrich Macron nochmal seine Haltung. China hat einen Friedensplan für die Ukraine vorgeschlagen, was wir sehr begrüßt haben. Stimmen wir dem Plan inhaltlich komplett zu? Nein, aber er ist interessant. Er zeigt die Bereitschaft, zur Lösung des Konflikts beizutragen. Ein interessanter Plan? Das hatte bei seiner Mitreisenden, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, vor wenigen Tagen noch ganz anders geklungen. In einer Grundsatzrede listete von der Leyen alles auf, was sich in Brüssel an Frustration über Chinas politischen Kurs angestaut hatte, angefangen bei der Ukraine. Any peace plan. Ein Friedensplan, der praktisch die russischen Annexionen verfestigt, ist einfach kein tragfähiger Plan. Wir müssen an diesem Punkt ganz offen und ehrlich sein. We have to be frank on this point. Genauso deutlich und nüchtern kritisierte die Kommissionschefin auch die massive militärische Aufrüstung Chinas. Französische Fachleute rechnen damit, dass die Flotte der chinesischen Marine bis 2030 doppelt so groß sein könnte wie die amerikanische. Präsident Xi will China bis 2049 zu einem Land machen, das, ich zitiere, in Sachen Landesstärke und beim internationalen Einfluss weltweit führend ist. Zitat Ende. Oder, um es einfacher zu sagen, er möchte, dass China zur mächtigsten Nation der Welt wird. Was wir in den letzten Jahren sehen, ist sozusagen die Ankunft Chinas auf der globalen Weltbühne. Das ist der Versuch, auf Augenhöhe mit den USA und anderen wichtigen Akteuren zu agieren, die eigenen Interessen, Initiativen noch viel stärker durchzusetzen und durchaus auch Schwächen zu nutzen. Diese Schwächen könnten etwa wirtschaftliche Abhängigkeiten sein, zum Beispiel von seltenen Erden, die für Akkus und Elektrogeräte wichtig sind und die bislang zu fast 100% aus China kommen. Wir wissen noch sehr genau, was mit Japans Einfuhren von seltenen Erden aus China passierte, als die außenpolitischen Spannungen zwischen beiden Ländern akut wurden. China hatte die Lieferungen nämlich zeitweise eingestellt. Von der Leyen will Europa deswegen unabhängiger von China machen. Emmanuel Macron hat dagegen mehr als 50 französische Unternehmer mit nach China genommen. Das wirkt eher wie eine Ausweitung des Handels zwischen Frankreich und China. Besprechen wir das Ganze mit unseren Korrespondenten in Peking und Brüssel und beginnen mit Tobias Reckmann in Brüssel. Tobias, ist das eine bewusste Rollenaufteilung? Macron kommt mit offenen Armen und von der Leyen mit warnendem Zeigefinger? Also ich glaube, dass sie diese Rollen nicht bewusst gewählt oder verteilt haben. Denn Fakt ist ja, die reisen zwar zeitgleich dahin, aber sie haben natürlich unterschiedliche Rollen. Also Macron reist als französischer Präsident. Das heißt, er vertritt natürlich erstmal die Interessen seines Landes und damit auch wirtschaftliche Interessen. China ist für Frankreich nach wie vor der zweitgrößte Handelspartner. Naja, und Ursula von der Leyen ist die Präsidentin der Europäischen Kommission. Das heißt, sie spricht eben nicht für ein Land oder für das Europaparlament oder für die Mitgliedstaaten, sondern für die Kommission. Und ist eben damit auch gleichzeitig eine der einflussreichsten Personen in der EU. Das heißt also, sie kann diese, wenn man so will, härtere Rolle deutlich einfacher einnehmen. Und für Macron wäre das schwieriger. Und wichtig ist eben auch, er hat ja sie eingeladen. Also er wollte sie mit dabei haben und ihre Perspektive. Und ich glaube, beim Thema Ukraine kann man auch davon ausgehen, dass beide da die gleiche Erwartung im Kern haben, auch wenn sie es ein bisschen unterschiedlich formulieren.
Ja, das ist interessant. Wie groß können denn diese Erwartungen überhaupt sein als China, als eine Art Vermittler in diesem Krieg? Wir wissen doch, dass China in diesem Krieg an Russlands Seite steht. Ja, das stimmt. Aber die Frage ist eben, was China dann an der Seite Russlands tut. Und da ist dann so die Mindesterwartung oder Mindestforderung aus europäischer Perspektive, dass China keine Waffen an Russland liefert. Ein angegriffenes Land wie die Ukraine zu unterstützen, das ist erlaubt im internationalen Recht, aber den Aggressor zu unterstützen eben nicht. Und das wäre dann die rote Linie für die EU und würde sicherlich auch das Verhältnis weiter eskalieren lassen. Und deswegen also die Mindestforderung, keine Waffen. Natürlich hätte man darüber hinaus gerne, dass China mehr Einfluss auf Russland nimmt. Darum wird es dann sicherlich auch gehen, versuchen zu ermitteln, wie viel Spielraum da auf chinesischer Seite ist. Aber das ist eben etwas, was am Ende dann Xi Jinping entscheidet. Danke, Tobias, für die Einschätzung. Und eine entscheidende Frage ist, Marie von Mallingroth in Peking, lassen sich die Chinesen von den Europäern überhaupt unter Druck setzen? Da muss man, denke ich, als allererstes sehen, dass sich die chinesische Staats- und Parteiführung in einer Sache ganz sicher nicht beeinflussen lassen will. Und das ist der große Plan, den man verfolgt. Man will ein Gegenmodell zur westlichen Weltordnung etablieren. Und für diesen Plan braucht man den russischen Machthaber Putin, dessen Krieg Xi Jinping nie verurteilt hat. Nun war Xi zu einem Schulterschlussbesuch in Moskau vor wenigen Wochen und hat seither das Gespräch mit Zelensky, was zwischendurch mal anklang, tatsächlich nie aufgesucht. Dazu kam es nicht. Nun heißt es hier in Peking, dass Macron zumindest mit einer kleinen Sache, mit einem kleinen Ergebnis nach Hause gehen möchte. Das könnte sein, dass er erzielt, dass es ein Telefonat zwischen Xi und Zelensky gibt. Das Druck ausüben funktioniert aber eben nur, solange es den größeren Plan nicht durchkreuzt, und ein Telefonat allein würde das gewiss nicht tun. Das ist die Perspektive von Macron. Was erwarten sich denn die Chinesen von diesem Besuch von Macron und von von der Leyen? Das ist sicherlich vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit den USA zu sehen. Es sind eigentlich zwei Dinge. Einmal will man, das liest man jetzt hier auch in den Staatsmedien, der Welt da draußen zeigen, dass trotz all der Differenzen China für die EU von großer Bedeutung ist. Das andere ist wirtschaftlicher Natur. Man hat große Sorgen vor weiteren Sanktionen und Exportbeschränkungen und eben auch die Angst, dass die EU sich von den USA da zu sehr beeinflussen lässt. Und das will man eben verhindern. Die Einschätzung unserer China-Korrespondentin. Danke, Marie von Mallingroth nach Peking. Sehr gerne. Eine Reise mit ungewissen Erfolgsaussichten. Zum Peking-Besuch von Macron und von der Leyen. Die Meinung unseres ehemaligen China-Korrespondenten Daniel Satra. Wer aus Europa nach Peking reist, um dort Staats- und Parteichef Xi Jinping zu treffen, auf den wartet ein dickes Brett. Da braucht es das richtige Werkzeug und viel handwerkliches Geschick. Xi Jinping aufzubohren ist ausgesprochen schwierig. Bei all seiner Hartleibigkeit, wie gerade erst wieder gezeigt, vor zwei Wochen beim Schulterschluss mit dem Kriegstreiber Putin. Wieder das Versprechen grenzenloser Freundschaft, wieder können wir nur kopfschüttelnd zugucken. Denn China unter Xi gibt sich XXL und extra stark. Wie soll da Ursula von der Leyen und Emmanuel Macron ansetzen? Wie sollen sie Xi knacken, damit er endlich Verantwortung in der Welt übernimmt, damit er sich erkennbar für Frieden einsetzt und dies nicht nur behauptet? Ich bin skeptisch, dass es den beiden Europäern bei ihrem Besuch in Peking gelingt, Xi in ihrem Sinne zu bearbeiten. Denn er steht unangefochten an der Spitze eines Chinas, das sich als alternative Weltmacht zu den USA inszeniert. Dem kann eine EU nur mit absoluter Geschlossenheit begegnen, will sie gehört werden. Stattdessen kommen von der Leyen und Macron in zwei und nicht in einem Flugzeug an. Der eine reist mit einer großen Wirtschaftsdelegation auf der Suche nach noch mehr China-Geschäft. Die andere warnte gerade erst in einer Grundsatzrede vor Chinas Politik des handelspolitischen Drucks, der Desinformation und der militärischen Aufrüstung. Von der Leyen und Macron haben es verpasst, geschlossen aufzutreten. Das wirkt handwerklich ungeschickt und ist, wie ich finde, symptomatisch für die EU, der das wichtigste Werkzeug für China immer noch fehlt, eine gemeinsame, von allen gelebte China-Strategie. Erst mit ihr lässt sich das dicke Brett China vielleicht einmal aufbohren. Die Meinung von Daniel Satra.
Unsere Abhängigkeit von China wird auf traurige Weise ganz konkret, wenn hier bei uns Medikamente beispielsweise fürs kranke Kind kaum zu bekommen sind. Dass sich das deutsche Gesundheitssystem stark auf günstige Arznei etwa aus China verlassen hat, war zumindest eine der Ursachen für die Engpässe rund um den Jahreswechsel. Heute hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach eingeräumt, man habe es bei der Arzneimittelversorgung mit der Ökonomisierung übertrieben. Das waren seine Worte. Anders ausgedrückt, Unabhängigkeit hat ihren Preis. Und beim Preis setzt Lauterbach nun an, in einem Gesetzentwurf, der Lieferengpässe beseitigen soll. Wirksam oder Placebo? Nadine Bader. Apothekerin Renate Schlindwein aus Berlin braucht Amoxicillin, ein Antibiotikum. Jeden Tag hat sie mit Lieferengpässen zu tun. Aufwendige Suche nach Ersatzpräparaten, um Patienten versorgen zu können. Manchmal erfolglos. Es ist definitiv nichts lieferbar. Gar nichts. Alles rot, alles nicht lieferbar. Es kommt einem vor, dass wir nur noch einen Mangel verwalten. Wir verwalten einen Mangel. Der Bundesgesundheitsminister will das Problem angehen. Für Generika, also Arzneimittel, deren Patentschutz ausgelaufen ist, soll es mehr Geld geben. Das gilt vor allem für Kinderarzneimittel. Für die bestehenden Preise erlauben wir den Unternehmen eine Marktanpassung im Sinne einer Preissteigerung von 50%. Damit wird es auf den Schlag für die Arzneimittelfirmen interessanter, Arzneimittel für Kinder in Deutschland zu liefern oder gar zu produzieren. Zudem soll bei Antibiotika die Wirkstoffherstellung in der EU gefördert werden. Das Ziel, eine Rückverlagerung der Produktion aus Asien nach Europa. Die Generika-Hersteller kritisieren den Fokus auf Antibiotika und Kinderarzneimittel. Wir haben Engpässe in ganz anderen Bereichen, die werden damit nicht adressiert. Und das ist nicht zu vermitteln, auch Patienten nicht zu vermitteln, warum eine Brustkrebspatientin nicht auf Anspruch auf eine sichere Versorgung hat, aber jemand, der ein Antibiotikum braucht. Mehr Geld für Medikamente, das bedeutet steigende Kosten, höhere Beiträge für die Versicherten, warnen die Krankenkassen. Die Pharmaindustrie zählt schon heute zu den Branchen mit den höchsten Gewinnen. Und aus unserer Sicht wird mehr Geld nicht zu mehr Liefersicherheit führen. Doch, sagt Pharma-Expertin Kirchhoff, Generika-Hersteller seien derzeit einem ruinösen Preiskampf ausgesetzt, der zu einer Abwanderung der Produktion geführt habe. Wenn wir also Abhängigkeiten reduzieren wollen und wenn wir Lieferengpässe so gut wie möglich im generischen Bereich vermeiden möchten, dann führt kein Weg daran vorbei, als sich damit auseinanderzusetzen, Preise eben anzuheben. Apothekerin Schlindwein sieht das ähnlich. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir nicht so billig mehr produzieren können. In ihren 40 Jahren als Apothekerin hätte sie sich nicht träumen lassen, mal vor solchen Engpässen zu stehen. Trotz Lauterbachs Plänen zweifelt sie, dass sich die Situation schnell ändern wird. Es gehört zu den großen Ungeheuerlichkeiten des Krieges gegen die Ukraine, dass auch Nahrungsmittel zur Waffe geworden sind. Die Ukraine gilt ja als Kornkammer Europas. Russlands Angriff hat die Exporte über das Schwarze Meer deutlich eingeschränkt und viel wird nun auf dem Landweg nach Polen gebracht. Aber der Weitertransport stockt, was zur Folge hat, dass das günstige Getreide erst einmal dort bleibt und in Polen die Preise verdirbt, wie die Bauern sagen, die seit Tagen dagegen protestieren. Auch heute, ausgerechnet an dem Tag, an dem der ukrainische Präsident Selenskyj das Land besucht, das ihn am meisten den Rücken stärkt und das am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Christine Joachim. Olena und ihre Töchter sind heute zum Schlossplatz gekommen, um hier in Warschau ihren Präsidenten zu hören. Für die Ukrainerin ist das ein besonderer Moment. Das ist unser Präsident, der Präsident der Ukrainer. Und ich bedanke mich bei den Polen. Ich wünsche mir von ihm Worte der Unterstützung und vielleicht, dass wir irgendwann nach Hause zurück in die Ukraine kommen können. Und dann kommt er. Slava Ukraini! Es ist der Höhepunkt eines langen Tages, auch für Volodymyr Selenskyj in Warschau. Tausende Menschen, viele Ukrainer, hören ihm im Hof des Schlosses zu. Selenskyj beschwört die Einheit beider Länder.
Die ukrainischen und die polnischen Herzen schlagen im Gleichtakt für Freiheit, Unabhängigkeit unserer Staaten und für ein gemeinsames Europa, ein gemeinsames Zuhause. Wir werden gewinnen. Früher am Tag werden handfeste Waffenlieferungen für die Ukraine vereinbart, gepanzerte Transportfahrzeuge, Haubitzen und weitere Kampfjets des Typs MiG-29. Wir sind bereit, weitere 6 MiGs auszuliefern. Ich habe darüber heute mit dem Präsidenten gesprochen. Sie werden gerade modernisiert. Ich gehe davon aus, dass das in sehr naher Zukunft passieren wird. Begleitet wird der Besuch Selenskys heute aber auch von Protesten polnischer Bauern in Stettin. Die Landwirte sind sauer, denn ukrainisches Getreide flutet den polnischen Markt und verdirbt die Preise. Die Bauern planen sogar, die Grenzübergänge zur Ukraine zu blockieren. Es gibt Pläne für die gesamte Grenze zur Ukraine, aber zunächst sprechen wir mit Organisationen in Rumänien, Bulgarien und vor allem in der Slowakei, damit wir zusammenarbeiten können. Denn das Problem betrifft viele osteuropäische Länder. Eigentlich sollen sie nur als Transitländer für Getreide aus der Ukraine dienen, weil der Weg über das Schwarze Meer durch Russland so gut wie blockiert ist. Doch hier in Polen fehlen die Kapazitäten, zum Beispiel im Hafen von Danzig, um das Getreide weiter zu transportieren. Es bleibt also im Land. Es ist offensichtlich, dass dieses Problem uns allen Kopfschmerzen bereitet. Wir haben eine Lösung dafür gefunden und ich denke, dass wir das Problem in den nächsten Tagen angehen können. Wie genau die Lösung aussehen soll, bleibt aber offen und ist am Abend auf dem Schlossplatz auch kein Thema. Es sind mitnichten nur die ukrainischen Frauen und Kinder, die auch noch nach mehr als einem Jahr Krieg in die EU flüchten. Seit Beginn dieses Jahres werden es wieder deutlich mehr, die die lebensgefährliche Route übers Mittelmeer von Nordafrika nach Italien nehmen. Und viele stranden hier. Vorläufige Endstation Lampedusa. Das Flüchtlingslager ist völlig überfüllt, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und damit längst eine Art Symbol für die gesamte Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Lieber wegschauen und ignorieren, was unlösbar scheint. Die Mitgliedstaaten der Union schaffen es seit Jahren nicht, die, die Schutz brauchen, auf dem Kontinent gerecht zu verteilen. Rüdiger Kohnthaler war auf Lampedusa. Suche nach dem Herzschlag. Wir sind in der Krankenstation auf Lampedusa. Diese Frau war 3 Tage lang auf dem Meer unterwegs. Die 19-Jährige ist ausgezehrt und schwanger. Wir dürfen sie nicht zeigen. Der Leiter der Krankenstation kommt kurz vor die Türe. Die Schwangerschaft ist die Folge einer Vergewaltigung. Gibt es viele solche Fälle, fragen wir. Ja, das sind die Geschichten, die wir hier ständig erleben. Die Frau hatte es am Montag zusammen mit 31 weiteren Menschen in einem Boot bis auf eine kleine Insel vor Lampedusa geschafft, von wo sie von der Küstenwache gerettet wurde. Noch nie haben sich so viele Menschen in so kurzer Zeit von Nordafrika aus, immer mehr aus Tunesien, auf den Weg nach Italien gemacht, 27.000 seit Anfang des Jahres. Die Geflüchteten kommen hier ins Erstaufnahmelager, das eigentlich nur für 400 Menschen ausgelegt ist, aber in den letzten Monaten immer wieder überfüllt ist. Das Lager dürfen sie nicht verlassen, die Versorgung soll menschenunwürdig sein. Der Bürgermeister von Lampedusa von der rechten Lega gibt keine Interviews, aber der ehemalige von den Sozialdemokraten spricht mit uns. Das große Problem ist die Privatsphäre da drinnen. Es gibt die Kinder, es gibt die Frauen und die Männer und alle sind zusammen. Wenn eine Frau duschen will, kann sie das nur vor allen tun. Toto Martello nimmt uns mit zu den Fischern. Wenn sie rausfahren, haben sie immer im Kopf, jemanden retten zu müssen, erzählen sie. 1993 kamen die ersten Flüchtlinge auf Lampedusa an. Seitdem habe sich nichts geändert. Petro kommt an Land, als er uns Journalisten sieht. Die EU-Staaten sollen endlich sichere Fluchtkorridore schaffen, fordert er. Sie sollen entscheiden. Eine gute Entscheidung. Ist das so schwierig? Tun wir mal so, als wären die Menschen unsere Verwandten und nicht nur Zahlen. Die Mittelmeerroute von Nordafrika nach Italien gilt als die gefährlichste der Welt. Allein vergangenes Jahr sind nach Schätzungen 1300 Menschen ertrunken. Gleichzeitig geht die neue italienische Regierung gegen zivile Seenotrettung vor.
Am anderen Ende des Hafens darf das deutsche Rettungsschiff Louise Michel nicht auslaufen. Der Grund: Die Crew hat die Menschen von insgesamt 4 Flüchtlingsbooten aufgenommen. Nach der Rettung der Menschen aus dem ersten Boot hätte sie aber direkt einen Hafen anlaufen müssen. So schreibt es ein neues Dekret vor. Ich habe ein Ohnmachtsgefühl. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass die Menschen täglich ertrinken. Und Europa guckt nicht mehr weg, sondern Italien fördert den täglichen Tod von Menschen. In der Krankenstation. Das Baby hat die Strapazen der Überfahrt überstanden. Auge, Auge, Nase, Mund, erklärt der Gynäkologe. Ein Lächeln. Wir haben keinen Anlass, uns Sorgen zu machen. Trotz allem, was passiert ist, bin ich froh, was ich eben gesehen habe. Am Hafen heute Vormittag. Geflüchtete werden wie fast jeden Tag ans Festland gebracht, weil im Lager wieder neu ankommende Geflüchtete untergebracht werden müssen. Wir sehen die junge Frau aus der Krankenstation wieder. Sie wirkt erleichtert. Sie kann sich erst einmal in Sicherheit fühlen. Und nun weitere Nachrichten mit dir, Julia. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich auf steigende Beiträge für die Pflegeversicherung einstellen. Mit den Einnahmen sollen unter anderem Pflegebedürftige entlastet werden. Das Kabinett beschloss einen Gesetzentwurf, der vorsieht, dass der Pflegebeitrag von Juli an für Menschen mit einem Kind von 3,05% auf 3,4% erhöht wird. Für Kinderlose liegt er bereits bei 3,4%. Er soll auf 4% steigen. Die deutsche Wirtschaft ist besser durch den Winter gekommen als vorhergesagt. Die noch im Herbst befürchtete Rezession für 2023 bleibt laut Experten aus. Vor allem dank sinkender Energiepreise gehen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute inzwischen von einem kleinen Wachstum aus. Näheres von Anja Kohl. Die Rezession bleibt aus, laut der Prognosen der Wirtschaftsforscher. Denn die Inflation hat etwas nachgelassen. Zudem haben sich die Lieferprobleme entspannt, was der Industrie zugutekommt, die ihre Auftragspolster abarbeiten kann. Statt mit einer Rezession rechnen die Forscher dieses Jahr nun mit einem Wirtschaftswachstum von 0,3%. Zwar sinkt die Inflation, doch mit 6% dürfte sie dieses Jahr noch relativ hoch bleiben. Erst im kommenden Jahr rechnen die Forscher mit einem merklichen Rückgang. Um das Wachstum anzuschieben, empfehlen die Forscher der Bundesregierung, die Abgabenlast zu senken. Von neuen Konjunkturprogrammen raten sie dagegen ab, da sie zu verpuffen drohten. Die Deutsche Bahn hat im vorigen Jahr wegen Verspätungen und Zugausfällen so viel Entschädigung zahlen müssen wie noch nie. Insgesamt bekamen die Fahrgäste 92,7 Millionen Euro zurück, fast 2,5 Mal so viel wie im Jahr zuvor. Da waren es 38,2 Millionen. Die Bahn nennt dafür 2 Gründe. Zum einen sind nach dem Ende der Pandemie wieder mehr Menschen mit dem Zug gefahren. Zum anderen können Entschädigungen inzwischen auch online beantragt werden. Nach Zusammenstößen auf dem Tempelberg in Jerusalem hat die israelische Polizei mehr als 350 Menschen festgenommen. Laut Behördenangaben hatten sich in der Nacht militante Palästinenser in der Al-Aqsa-Moschee mit Feuerwerkskörpern und Steinen verschanzt. Daraufhin stürmten Sicherheitskräfte die Moschee. Nach palästinensischen Angaben wurden etwa 40 Menschen verletzt. Es folgten gegenseitige Angriffe. Das Leben ist nicht immer nur ein Fest, auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen mag. Hier mittendrin zu sein, heißt nicht automatisch vom Alltag abheben und sich in Zuckerwatte betten zu können. Jedenfalls für die nicht, die dieses Fest möglich machen, die Schaustellerinnen und Schausteller. Hinter den blinkenden Kulissen dreht sich nämlich auch bei ihnen das halbe Leben um ganz normale Probleme, wie die der Kinderbetreuung, die noch mal deutlich komplizierter ist, wenn man ständig quer durch Deutschland reist. In Gießen hat unser Reporter Alexander Jakubowski dafür eine Lösung gefunden. Theresa Sraub und ihre Kolleginnen sind seit 2,5 Jahren fast täglich in Hessen unterwegs, fahren von Wiesbaden aus übers Land, um die Kinder beruflich Reisender zu betreuen. Heute geht es nach Gießen. Dort ist Kirmes, Riesenrad, Autoscooter und andere Fahrgeschäfte. Viele Schausteller, die hier arbeiten, wechseln alle paar Wochen den Standort. Heute hier, morgen Darmstadt, übermorgen Kassel. Viele der Schaustellerkinder können deshalb nicht in eine feste Kita gehen. Die Kita kommt zu ihnen mit dem Kita-Mobil. Dort freuen sich bereits 3 angemeldete Kinder auf die Sozialarbeiterin.
Hallo, schön, dass du da bist. Logan, Mini und Jako werden die nächsten 3 Stunden in dem Wohnmobil betreut. Wie in der normalen Kita gibt es auch im Kita-Mobil Regeln. Hausschuhe müssen sein und natürlich das Begrüßungsritual. Hast du auch ein Lieblingstier? Ich kann winken, ihr könnt winken. Wir winken und rufen Hallo. Und wenn die Kinder erstmal in Fahrt kommen, wird es für die Erzieherinnen schon mal herausfordernd. Also hier kann es natürlich auch turbulent sein, vor allem weil es so eng ist. Aber ich mag das. Ich mag das Wilde. Ich mag das, wenn die Kinder reinkommen und sich freuen und hier drin toben können. Also mir macht das Spaß. Während die Kinder also im Kita-Mobil gut betreut sind, können die Eltern ihrer Arbeit nachgehen. Von jedem 6 Stück? Michael und Scarlett Renz sind in 5. Generation Schausteller. Gemeinsam betreiben sie 3 Stände auf dem Rummelplatz. Viel zu tun ist immer, das Kita-Mobil also eine große Hilfe. Sie sehen ja gerade, wir können beide ganz entspannt jetzt hier unserem Beruf nachgehen in dem Sinn. Und die Kinder sind halt direkt gegenüber. Man hat es doch irgendwie irgendwo im Blick, ne? Ja, so ist es halt echt entspannt für uns. Im Kita-Mobil wird es dagegen noch voller. Ein Schnupperkind kommt dazu, die kleine Savannah. Auf den Festplätzen weiß man nie genau, wer kommt, welche Familien vor Ort sind. Also normalerweise haben wir halt unsere Anmeldung von Stammkindern, wo wir es wissen. Aber es kann halt sein, durch die Kinder auf der Durchreise, dass halt immer mal wieder neue Kinder auch dazukommen zum Schnuppern oder dann länger. Aber dafür ist immer Platz. Genau, dafür ist immer Platz. Die Kinder spielen und lernen das Miteinander mit anderen Gleichaltrigen. Wichtig finden die Eltern hier. Für uns ist das eine unfassbar große Hilfe. Vor allem für unseren Sohn, der ist jetzt 4. Und um sich einfach auch mal mit einer anderen Person so ein bisschen weiterzubilden. Zu Hause macht man auch viel, aber es ist immer noch was anderes. Noch dazu bekommen die Kinder das Gefühl, hier dazuzugehören. Man merkt schon, wenn wir mal eine Woche nicht da sein konnten, weil die Mobile in der Werkstatt waren oder irgendwas, dann haben die Kinder uns schon sehr vermisst. Und auch dadurch, dass wir halt schon versuchen, täglich da zu sein, sind wir halt sehr individuell mit den Kindern am Arbeiten. Und wenn man da halt mal eine längere Pause hat, merkt man schon, dass was fehlt. Die 3 Stunden sind wie im Flug vergangen. Die Eltern kommen zum Abholen, froh, dass das Kita-Mobil sie überall hin begleitet. Die folgen uns im Prinzip auf den Veranstaltungen, denen wir vertreten sind. Das heißt, bis hoch nach Eschwege, Erbacher Wiesenmarkt, also quer durch ganz Hessen, kommt der Bus uns hinterher und die Kinder können dann dort immer auch mit den gleichen Personen im Prinzip zusammen im Kindergarten. Und wie im festen Kindergarten gibt es auch hier am Tagesende gern mal Tränchen. Was passiert? Die Knete, ist nicht mehr blau. Die Knete ist nicht mehr blau. Doch schnell ist alles wieder gut und es geht heim in den eigenen Wohnwagen, während es für Jana und ihre Kollegin die erste Pause seit Stunden gibt. Erstmal kurz durchatmen. Morgen kommen sie wieder hierher mit der mobilen Kita für Mini, Jako oder Logan, die Kinder der Schausteller vom Rummelplatz. Würde Donald Trump ernsthaft mit einer Frau golfen gehen und dann auch noch mit einer, die gar nicht golfen kann? Trotz der unschlagbaren Leistung unserer Grafiker merkt man, wenn man 1 und 1 zusammenzählen kann, dieses Foto kann nicht echt sein. Doch die sogenannten Deepfakes mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass Fälschungen oftmals nicht mehr zu unterscheiden sind von der Wahrheit. Und das kann gefährlich werden. Experten aus der Tech-Branche warnen längst, dass sich Forscher weltweit einen Wettkampf um die Entwicklung von KI liefern, die niemand, nicht mal ihre Erfinder, verstehen oder zuverlässig kontrollieren kann. Bernice Chimanga. Künstliche Intelligenz hat viele Gesichter. Von Algorithmen gesteuert, mit Daten gefüttert, verändert sie unsere Wahrnehmung, unser Leben, uns. Was machbar ist, ist im Kunstmuseum Stuttgart zu sehen. KI, zunächst einmal eine Technologie, die viel Gutes kann. Wenn Daten fehlen, so mehr so im naturwissenschaftlichen, medizinischen Bereich, dass man da eben Daten generieren kann, um zum Beispiel die Therapie von Krebs zu ermöglichen oder zu verbessern.
Aber auch das ist möglich. Täuschend echt in eine andere Rolle schlüpfen. Marilyn Monroe mit neuem Gesicht. Sogenannte Deepfakes, manipulierte Aufnahmen in Bild und Ton. Das, was darin abgebildet ist, hat es so nie gegeben. Es ist so, dass es aus einer Vielzahl von Daten, die vorher eingegeben wurden, quasi das System lernt, bestimmte Aufgaben selbstständig durchzuführen. Nicht der Mensch, sondern die KI wird kreativ. Es entstehen neu zusammengesetzte Videos und Bilder. Fälschungen, die immer schwerer als solche zu erkennen sind. Wie hier, zwei Bilder, doch welches davon ist künstlich generiert? Woran soll man es auch erkennen? Keine Ahnung. Erzähl mich mal den. Es ist schon etwas befremdlich, dass man, wie man daneben liegt. Es ist schon gruselig. Also ich finde es schon beängstigend irgendwie, dass man nicht mehr, also Bilder nicht mehr trauen kann. Bis vor kurzem hätte ich, glaube ich, Bildern immer geglaubt. Zum gewissen Maße, wenn ich gewusst hätte, wo die herkommen. Und ja, muss mich da erstmal an den Gedanken gewöhnen, dass man jetzt da anders mit umgehen muss. Kreative künstliche Intelligenz. Auch eine Gefahr für die Demokratie und die Gesellschaft, wenn man den Bildern, die man sieht, nicht mehr trauen kann. Denn inzwischen braucht man nicht nur technisches Verständnis, sondern auch viel guten Willen, um Deepfakes als solche zu entlarven. Ich sehe darin tatsächlich eine Bedrohung, übrigens auch eine, die internationale Konflikte auf ein völlig neues Level hebt und da eine Art von Information Warfare, also Informationskrieg, ebenso auf ein neues Level hebt. Wie damit umgehen? Die Diskussion über Regulierung und eine neue Digitalkompetenz hat gerade erst begonnen. Denn nicht jede künstliche Intelligenz gibt freiwillig zu, nicht vertrauenswürdig zu sein. Can I trust you? No, I don't think that would be a very good idea. So, wir warten auf den Frühling. Manchen ist es noch ein bisschen zu kalt, Donald, aber du weißt, wo die wärmsten Ecken sind in Europa, oder? Genau, die kann ich gleich zeigen, Karin. Natürlich im Südwesten. Wir gucken mal hin auf die Höchsttemperaturen von morgen und da sehen wir schon hier die dunkelrote Zone, also Kanarische Inseln angefangen, Azoren 19 Grad, der Süden von Portugal und Spanien eigentlich auch schon sommerlich warm mit 25 bis 29 Grad. Da kann es in den nächsten Tagen sogar auch örtlich auf über 30 Grad wieder raufgehen, aber auch bei uns ist es gar nicht mal so übel mit runde 13 Grad. Morgen gibt es noch so eine ganz kalte Schneise hier von Norwegen über Schweden, über die Ostsee und Polen bis nach Rumänien und dort kann es sogar noch schneien. Wir können uns mal den Vorschaufilm anschauen. Wir können dann sehen, wie die Tiefdruckgebiete ziehen. Und vor allem haben wir hier über dem Südosten allgemein, so von Italien bis nach Griechenland, bis zum Schwarzen Meer und dann weiter rauf in den Norden, die Tiefdruckgebiete, die sich dort sehr wohl fühlen. Die Zone zwischen diesen Tiefs, wo es heute auch sehr sonnig war, die wird in die Zange genommen. Morgen kommt hier ein Tiefausläufer von Westen zu uns herein. Dieses Tief wird dann weiter nach Süden herausziehen. Und insgesamt wird sich der Hochdruckeinfluss dann über Skandinavien auch längere Zeit noch halten. Jetzt zoomen wir rein nach Deutschland. Es gibt im Nordosten noch ein paar dichtere Wolkenfelder, die sich jetzt aber bald auflösen. Vielleicht kommen im Verlauf der Nacht in Mecklenburg-Vorpommern ein paar Nebelfelder dazu, für die meisten Sternen klar. Dann kommen aber dichtere Wolken schon langsam im Westen an und Sie sehen auch, wie sie sich morgen dann im Tagesverlauf ungefähr bis nach Hessen ausdehnen und auch Baden-Württemberg dann zum Abend mal erreichen. Im äußersten Osten passiert nichts, dort scheint die Sonne wieder längere Zeit und es bilden sich nur ein paar Quellwolken. Die Temperaturen heute Nacht noch mal weit unten mit -1 bis -7 Grad nur im Westen und an der See zum Teil im Plusbereich. Die höchsten Temperaturen liegen morgen im Bereich so zwischen 10 und 14 Grad für die meisten im Bergland und an der See ein wenig kühler. Der Trend für die nächsten Tage am Karfreitag dann, vor allem in der Südwesthälfte, stärkere Regenfälle, einzelne Gewitter dabei, für viele trocken, ganz im Osten leichte Schauer. Am Samstag für die meisten trocken, nur im äußersten Osten etwas Regen, der sich dann langsam bis nach Bayern durcharbeitet. Vielen Dank, Donald, für diese Aussichten und mit denen verabschieden wir uns. Die Tagesthemen sind am Ende. Im Ersten geht es jetzt weiter mit der Doku Moldau, ein Land im Schatten des Krieges, über die Angst, in der kleinen Republik als nächstes auf Russlands Liste zu stehen. Ein bisschen. So. Ja, wir sehen uns dann wieder in der Tagesschau gegen 0:05 Uhr. Und wir sagen Tschüss, bis morgen. Tschüss.